Liebe User, beim VfB Stuttgart überschlagen sich weiter die Ereignisse. Gestern Abend, Sonntagabend, wurde die Mitgliederversammlung abgebrochen. Wegen technischer Probleme konnte die mögliche Abwahl des Präsidenten Wolfgang Dietrich nicht durchgeführt werden. Chaos, Peinlichkeiten, so endete diese Mitgliederversammlung. Die Abwahl, sie ist nun nicht mehr nötig und möglich, denn Wolfgang Dietrich hat nun doch selbst den Schritt gewählt, den Verein nicht mehr vorzustehen. Er erklärte per Facebook am Montagmorgen seinen Rücktritt. Nach ersten Erkenntnissen war das ein Schritt, ohne den Verein zu informieren. Dieser ist nun in der misslichen Lage, sich einen neuen Präsidenten suchen zu müssen. Zwei Kandidaten sollen bei der nächsten Wahl zur Verfügung stehen. Am Vereinsbeirat ist es nun, diese zu finden, diese den Mitgliedern vorzuschlagen. Im Herbst, gegen Ende des Jahres, wird diese Mitgliederversammlung dann stattfinden. Wer kommt in Frage? Das Rennen ist völlig offen. Was bringt die Zukunft? Auch das steht erstmal in den Sternen, zumindest was die Führungsfigur dieses Vereins angeht. Sportlich ist alles auf Kurs gebracht. Der VfB hat einen Sportvorstand, einen Sportdirektor, hat einen neuen Trainer, hat sich zuletzt eine Mannschaft zusammengebastelt, die den Wiederaufstieg schaffen soll. Von dem her sind die Strukturen so, dass nicht alles zusammenbricht, nur weil der VfB nun zunächst ohne Präsident dasteht. Trotzdem ist offen, wie es weitergeht. Wir bleiben für Sie am Ball und werden die Geschehnisse weiter verfolgen und Sie informieren.